Und da war sie mal wieder, die berühmte Sch am Fuß. Mehr Scheiße am Fuß kann man nicht haben, Alter, ohne Witz, oder am Kopf auch noch. Es war nicht der persönliche Abend des Jamal Ziane. Fleißig, wie man ihn kennt, aber ohne Abschlussglück. Nach 24 Minuten beispielsweise, da setzte er einen Kopfball an den Pfosten. Altlinikes Torhüter Leon Bethke hätte den wohl nicht gehabt. Und kurz vor der Halbzeitpause, da jagte Jamal Ziane die Kugel freistehend in den Abendhimmel von Probst Haider. Ich kann ja auch nur den Kopf reinhalten und der rutscht dann an den Pfosten, springt raus. Hab gehofft, der hopst halt rein. Beim zweiten muss er einfach rein. Ja, das ist ja logisch, das ist völlig klar. Da stehe ich, glaube ich, 4-5 Meter, bin ich selber ein bisschen überrascht. Hab ihn zu sehr Rückenlage, willst zu genau machen. Ach, ja, und hauen dann drüber. Und dann gab es auch noch die 56. Minute. Wieder Ziane, wieder Aluminium. Wobei der Ball hinter der Linie aufspringt. Es war nicht der persönliche Abend des Jamal Ziane, aber grundsätzlich ein sehr guter für Lok Leipzig. Almedin Shiva veränderte einmal im Vergleich zum 0:0 bei Chemie Leipzig. Für Dombrova kam Ogbidi in die Startelf. Das Spiel brauchte ein paar Minuten Anlaufzeit und dann waren es die Gäste aus Altlinike, die das erste kleinere Ausrufezeichen setzten. Eine schöne Passstaffette. Ausgehend von Pascal Uden landete bei Patrick Breitkreuz. Allerdings war dieser Schuss kein Problem für Keeper Müller, aber ein Weckruf für Lok Leipzig. Wenige Minuten später die Loksche im Vorwärtsgang. Fufak auf Abderrahmane und Jamal Ziane mit dem Kopfstoß. Aber Leon Bethke auf dem Posten. Gute Flanke, guter Kopfball, aber noch wollte der Treffer nicht fallen. Nach 28 Minuten dann aber belohnte sich Lok Leipzig für eine ganz starke Phase. Ziane schickte Ogbidi und der macht alles richtig, indem er querlegt. Für Ricardo Grimm das dritte Saisontor des 18-Jährigen. Man kann es unter der Rubrik Formsache abheften. 1:0 für Lok Leipzig, zu diesem Zeitpunkt eine verdiente Führung für ganz stark aufspielende Gastgeber. Der Bann damit gebrochen, 3 Spiele hatte Lok Leipzig nicht mehr getroffen, aber vor 2 Tagen präsentierten sie sich mit bestechendem Offensivdrang. Altlinike, das zu den Top-Teams der Liga gehört, konnte das zweifelsfrei vorhandene Leistungspotenzial nur sehr selten abrufen. 2.500 Zuschauer in Probst Haider waren sehr zufrieden mit dem ersten Durchgang. 1:0, ein Zwischenstand, der durchaus höher hätte ausfallen können. Gästecoach Carsten Heine konnte nicht zufrieden sein und brachte dann Tugay Usan für mehr Offensivkraft. Aber so wird's nichts mit dem Kampf um den Aufstieg. Knappe Stunde dann rum und wieder Lok Leipzig im Vorwärtsgang. Mit dem langen Schlag auf Ziane, nicht im Abseits startend. Unglücklich im Abschluss vor 2 Tagen, aber als Vorbereiter konnte er glänzen. Osman Artigan mit einem wunderbaren Tor, seinem 8. in dieser Saison und dem Dank an den Vorbereiter, der noch kein gültiges Arbeitspapier hat für die neue Saison. Zianes Vertrag läuft aus. Besteht die Gefahr, dass Sie nicht über die Saison hinaus in Probst Haider bleiben? Was heißt Gefahr? Vertrag läuft aus von ganz vielen. Ich denke, es wird sich vieles verändern personell, weil halt der ein oder andere sich vielleicht anders orientieren will. Sie auch? Naja, wollen ist was anderes. Also wir hatten jetzt ein paar Gespräche mit Lok und die liefen auch gut. Dann werden wir halt sehen, wie weit wir da kommen und wohin das geht. Ich kann halt nichts versprechen, aber ich bin jetzt 9 Jahre hier, also unwohl kann ich mich ja nicht fühlen. Da konnte Jamal Ziane also doch noch lächeln, auch weil Altlinike zu spät wach wurde. Dabei haben sie eine Menge Qualität, Toygbay Chiachi beispielsweise. Aber es gibt Abende, da läuft nicht viel zusammen und solch einen erwischte Altlinike vor 2 Tagen. Und wenn dann doch mal ein Ball auf Loks Tor flog, war Niklas Müller zur Stelle. Arlin Shoshi konnte den Leipziger Schlussmann ebenso wenig überwinden wie Toygbay Chiachi kurz vor dem Spielschluss. Toller Schuss, aber auch eine großartige Parade. Und so durfte sich dann schlussendlich Almedin Shiva freuen über eine sehr gute Leistung seiner Mannschaft.
die vollkommen zu Recht gegen Altlinike mit 2:0 gewinnen konnte. Da kann man nur einfach gut sehen, was die Jungs heute gemacht haben. Ja, weil vom Kopf her merkt man auch im Training, die wollen, die machen. Aber manchmal ist es einfach so, dass man eine Verunsicherung hat. Aber heute, das war ja wieder das, was ich mir vorstelle, wie man Fußball spielt. Lok Leipzig kann es mit den großen Teams durchaus aufnehmen. In dieser Saison wird es für einen Platz ganz oben in der Tabelle aber aller Voraussicht nach nicht mehr reichen. Bleibt abzuwarten, wie sich das Team zur neuen Spielzeit aufstellen wird. Vor 2 Tagen haben viele Spieler jedenfalls eine Menge Werbung in eigener Sache betrieben.